Crouch auch da unten einfach nur ein Meat Shield, um, um den ganzen Ansturm da aufzuhalten. Und ansonsten versuche ich den jetzt von oben rum irgendwie zu überrennen. Sofern das irgendwie klappt. In der normalen Kampagne schaffe ich es immer noch, beide Fronten irgendwie zu übernehmen und zu halten. Aber in Advance geht das nicht so gut. Ach ja. Habt ihr ja vor, in den Film Deadpool oder Suicide Squad zu gehen? Ich hatte beides überlegt. Also ich würde auf jeden Fall in beides reingehen. Weil Suicide Squad hat super Trailer und ich finde das ganz, ich finde die Idee dahinter auch super geil. Deadpool, ja, ist Deadpool, ne? Ja. ich weiß aber, wenn ich im Kinofilm bin, bin ich einer der einzigen Comics, das kennt. 100 Pro. Ich muss zugeben, ich kenne sie nicht, aber mein Gott. Ich kenne die Comics auch nicht, ich finde das Konzept von Deadpool cool. Ja, Deadpool ist halt cool, weil man hat halt diese Force Wall Breakings. Ja. Und er ist einfach abgefuckt, er ist ein Anti-Held. Und ist einfach cool. Und abgefuckt. Ja. Und ja. Suicide Squad muss einfach sein. Ich bin mal gespannt, wie da der Joker ist. Weil bis jetzt sieht er ja aus wie so ein kleiner Sadist. Könnte ganz interessant werden. Ein guter Joker halt, ne? Ja, ich mochte aber so den Fletcher Joker, also diesen Anarchisten Joker, den mochte ich auch übelst gerne. Ja. Der war schon geil. Ja, der war schon heftig. Dieser fucking Anarchist. Ach ja, schade, dass die Fletcher tot ist. Mhm. Und wenn jetzt irgendjemand in die Kommentare schreibt, Spoiler, ich wusste nur gar nicht, dass die Fletcher tot ist, dann... Spoiler, David Bowie ist auch tot. Ja. Was? Aber David Bowie ist tot? Und Lemmy Killings. Ja, nee, also... Ich fand das letztens auch sehr interessant, ich hab mal gelesen, von wegen, als Kind ist man immer war man immer Batman-Fan. Und als Erwachsener macht der Joker plötzlich viel mehr Sinn. Ja. Es kommt auf an welcher Joker. Ja, Heath Ledger halt, ne? Ja. Der auch Joker. In den Batman Comics. Der mit seiner Chaos-Theorie. War doch der, ne? Mit der Chaos-Theorie. Ja. Der hatte doch so eine Chaos-Theorie, oder? Das verwechsel ich jetzt. Ich bin gerade am Überlegen. Anarchie halt, ne? Chaos. Der zweite Joker war Robin. Was? Der zweite Joker war Robin. Der zweite Joker war der. Ich glaube, der erste Robin. Nee, halt, der erste Robin wurde zu Red Hood, der zweite zu Nightwing, dann war es glaube ich der dritte, ich weiß nicht mehr welcher Robin, aber einer der drei Robins ist zum Joker geworden. Okay. Weil der wurde vom Joker gefangen genommen und hat eine Gehirnwäsche bekommen und hat dann im Endeffekt den Joker und dann geistig komplett abgeschmiert. Der erste Joker war glaube ich. Ja, der erste Joker war glaube ich auch ein Robin. Telefon. Nee. Doch. Ja, Undead nochmal. Gott, das ist lange her. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube meine Taktik geht sogar einigermaßen auf.
Wenn das jetzt funktioniert. Ich glaub's aber nicht. Oh, doch. Das Glück ist auf meiner Seite. Ich glaub's ja gar nicht. So. Okay. Der Raketenwerfer macht erstmal nichts mehr. Wo ist er jetzt eigentlich hin? Keine Ahnung. Irgendwas war vorhin mit einem Telefon. Mitten in der Aufnahme. Soll er ruhig. Ja, du darfst nicht. Sieht zu unserem Hut sein. Der lernt daraus nichts. Er muss endlich lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Was das ist. Ich hoffe bloß, dass ich es schaffe, da unten irgendwie den Ansturm von ihm, den er da hinten aufgebaut hat, aufzuhalten. Oder dass er seine Armee ein bisschen splittet. Ich muss ja nur so lange aufhalten, bis ich oben sein Hauptquartier eingenommen habe. Ja, manchmal hätte man schon gerne eine Atombombe. Ja, da jetzt mal so ein, zwei, drei Missiles rein, das wäre schon was. Ich habe zumindest schon mal wieder eine Co-Power zusammen, das ist auch schon mal was. Was bringt ihr die? Meine ganzen Einheiten kriegen, meine motorisierten Bodentruppen kriegen alle einen Boost von, ich glaube, nochmal 20% Feuerkraft plus 1 Movement und außerdem noch Benzin und Munition wieder komplett aufgefüllt. Oh, nice. Das ist gar nicht mehr so wenig. Ja. Aber gut, er splittet seine Armee, das ist schon mal was. Also zumindest hat er eine Anti-Air da drauf geschickt und da unten rangiert er seine Einheiten irgendwie nur ein bisschen umher. Also das stört mich momentan noch nicht, was er da macht. Ich bin jetzt auch mal für ein paar Sekunden weg, ich bin gleich wieder da. Jo, mach da durch. Mach ich hier wieder einen auf Alleinunterhalter. Ja, sorry. Ich bin wieder. Oh, sehr schön. Jetzt, Crow geht weg, du bist wieder da. Dann habe ich wenigstens wieder jemanden zum Reden. Hey. So. Die Crow geht weg. Ja, der hat gemeint, der musste gerade mal ganz kurz AFK. Achso. So. Meine Taktik scheint aber aufzugehen hier. Der bewegt seine ganze Armee jetzt da unten hin, wo es mich jetzt nicht wirklich interessiert. Da unten halte ich ihn jetzt einfach nur auf. Da oben habe ich ihm schon seine ganzen Basen blockiert. Nächste Runde kommt ein Black Storm.
sei denn, ich mache mir jetzt überhaupt nichts mehr kaputt, aber ich glaube, diese 4 HP und er hat schon gereicht, oder? Ja, der hat eine super. Das heißt, ich kann ihm jetzt sowieso noch kaputt machen, so viel ich will. Ach, der Raketenwerfer, der stört mich jetzt natürlich auf ein gutes Stück. Kriegen wir den... Ja? Ich glaube, den kriegen wir aufgehalten. Ja, Moment mal, wenn ich da was hin tue, hat er auch noch den da. Aber wenn ich ihm auf allen drei Positionen was gebe, okay. Bebe. Ich muss ihn da unten nur ein paar Runden aufhalten, das ist alles. Da oben brauche ich schon gar keine weiteren Einheiten. Alles, was ich da oben habe, reicht mir zum Gewinnen. Wir müssen Exe eigentlich eine von Kilians Nieren einpflanzen und hoffen, dass es wirklich in den an den Nieren lag. An den Nieren? Kilian weiß, wo... Ich weiß, was er meint. Und für alle, die es nicht wissen, schaut euch mal die 100. Folge von Let's Play Together World of Warcraft an. Die ist zu dem Zeitpunkt, wo das hier rauskommt, schon längst draußen. Ja, das Beste ist schon draußen. Die Folge ist schon lange draußen. Oh, der nutzt nicht mal den Vorteil, den er da jetzt kriegt. Wir müssen unbedingt noch aufnehmen, bevor die 100. Folge kommt. Aber merkst du was, Kilian? Immer wenn ich dabei bin, wird Werbung für dich gemacht. Hm. Ey, halt mal, wo bleibt mein Geld? Werbung? Was für ein Geld? Im Product Placement, Junge, denkst du, ich mach das umsonst? Ich bin ja nicht da, ich Schlampe. Zumindest wüsste ich nichts davon. Echt nicht? Ich weiß, Exe ist mein Hund, denn er ist der Hund des Führers. Dafür. Aber was ist Kili? Jan. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und was ist Garon? Der ist verbraun. Super. Oh Gott, ich geh mich erhängen. Ich schon wieder. Wir hoffen nicht. Was war das bitte? Keine Bange, das ist eh platonisch. Gott sei Dank. Jetzt ist gesagt rein sexuell. Ich glaube, da hätte ich wieder hingekotzt. Ja, schade, warum habe ich es nicht gesagt? Das glaubst du mir nicht mehr. Mal sehen, was ich mache. Oh, ich muss mir die letzte Folge von One Punch Man angucken. One Punch Man? Das kriege ich momentan immer auf Facebook zu sehen. Es ist witzig, es ist extrem sinnlos, weil er einfach alles mit einem Schlag tötet, aber es ist witzig. Vor allem, er regt auch tierisch auf, dass er jeden Gegner mit einem Schlag. Also, es ist nicht so ein typisches, es ist nicht so ein One Piece, sondern. Ne. Das ist einfach nur One Punch Man. Es gab ja sehr, sehr viele Jahre zwischen Comic- und Anime- und Manga-Fans die Diskussion, wer stärker ist. Superman oder Son Goku. Da gab es auch viele YouTube-Videos zu und bei dem Anime- und Manga so gut wie immer Son Goku gewonnen. Bei den Comic-Fans hat so gut wie immer Superman gewonnen. Da hatte ich irgendwann irgendein Japan. Scheiß drauf.
Ich erschaffe jetzt eine Manga-Figur, die Superman weghaut. One Punch Man, dein Krieg. Mit Abschlag zu töten. Okay. One Punch Man! Und er hat keine Haare. Das Witzige ist, die Haare hat er durchs Training verloren. Er hat. Er hat seine Haare durchs Training verloren. Der glaube ich. Der Typ trainiert. Mit halt Joggen, Liegestütz, Sit-Ups. Das war's. Und eines Tages ist er dann aufgewacht und hatte keine Haare mehr. Von dem Tag an hatte er die Fähigkeit, alles mit einem Schlag zu töten. Also wenn ihr auch Saitama werden wollt, Leute, trainiert so lange, bis euch die Haare ausfallen. Hallo, also ich habe auch schon Haarausfall und trotzdem kann ich nicht mit allen Schlag alles töten. Hast du trainiert, bis dir die Haare ausfallen? Nein. Siehst du, das ist der Fehler. Du würdest trainieren müssen. Voll groß. Ich glaube, ich halte den da unten noch ganz gut auf. Ich weiß nicht, inzwischen halte ich nicht mehr so viel von diesem typischen One Piece, Naruto, ja, von Shonen Beach Animes schon. Ey, was wo einfach immer stärker, einfach immer stärkere Gegner. Erst kriegt der Held auf die Fresse und dann trainiert er und dann wird er stärker und nein, das seltsame bei Bleach ist ja, Ichigo ist von Anfang an gleich stark. Genau vom Anfang an vom Manga, genauso stark wie er jetzt ist. Das Problem ist, er konnte seine Stärke nicht nutzen. Okay. Ichigo hat nur ein einziges Mal wirklich trainiert. Von Kai. Und Shikai. Ja gut, zweimal hat er trainiert. Ich weiß beim Bleach nur, dass das alles geplant war und Aizen den absichtlich immer gegen stärkere Gegner antreten ließ. Das Witzige ist, wenn bisher stärkster Gegner, gegen den er einen kompletten Kampf hatte, war Voreisen. Ja, das war Ulquiorra. Ja. Vor allem, das ist der einzigste Kampf, der nie beendet wurde. Okay. Weil Kyora sich einfach eher aufgelöst hat. Zu viel Energie gebraucht hat. Und okay. Kyora sind ja beide den Kampf nicht als beendet. Das heißt, es gibt einen Gegner, den ich jetzt besiegen wird, weil er ihn nicht mehr besiegen kann. Das sage ich, obwohl ich früher sehr gerne Naruto geguckt habe. Oder One Piece. Aber inzwischen, keine Ahnung, diese Aufmachung. Immer stärkere Gegner und dann immer dasselbe ab, der immer selber Ablauf. Immer derselbe Ablauf. Kann einen nach einer Zeit doch schon ein bisschen auf die Nerven nehmen. Ja. Deswegen finde ich es bei Bleach so klasse, weil ich lese ja auch den Manga. Und da erfährst du halt, okay, er war eigentlich von Anfang an so stark, er konnte es nur nicht einsetzen. Hey. Weil er das nicht als seine Kraft anerkannt hat und sich dem widersetzt. Außerdem kannte er den Namen seines Schwertes nicht. Das war die ersten 20 Folgen, wo er den nicht kannte. Ja, er kannte ja den Namen seines Schwertes nicht. Und das macht einen ja irgendwie auch stärker. Der hat Renji dann auch voll abgezogen, als er dann mal ein bisschen mehr von seinem spirituellen Druck genutzt hat. Die hat auch ordentlich platt gemacht. Ich fand es irgendwie seltsam, dass Rukia ihn zu einen, wie heißt er nochmal, Shinigami? Shinigami. Hä? Shinigami, oder was meinst du? Anfangs war das ja so irgendwie so, Ruki hat die zu den Shinigami gemacht. So genau. Hieß es erst. Und dann erfährt man irgendwie, dass er schon die ganze Zeit einer ist. Ja, weil sein Vater einer ist. Das heißt, Ichigo ist zu einem Drittel Shinigami, zu einem Drittel Mensch. Ja. Und dann noch ein bisschen Hollow und ich könnte jetzt sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich habe nämlich von meinem Bruder noch einen kleinen Spoiler bekommen. Also dein Bruder hat's dir verraten. Ja,